So, liebe Leute, da sind wir wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, im letzten Part, da sind wir hier in Dodongos Höhle, da sind wir jetzt reingegangen. Wir haben schon den rechten Flügel haben wir komplett fertig gemacht. Nee, komplett. Haben wir dich komplett? Wir haben ihn, glaube ich, fast komplett. Da ist noch ein Gang, den wir mit Bomben freilegen müssen, den wir natürlich auch machen werden, sobald wir die Bomben dann besitzen. Allerdings werden wir jetzt erstmal auf die linke Seite gehen. Wenn die Plattform dann irgendwann mal so hoch fährt. Danke. Ach ja, so, nee. Also jeder kennt Zelda und jeder weiß, in jedem Dungeon in Zelda gibt es immer ein neues Item. Und ich denke mal, das ist kein großes Rätsel, wenn ich sage, das ist keine große Erneuerung, wenn ich sage, dass hier die Bomben die neuen Items sind. Das neue Item ist die Bombentasche, besser gesagt. Gut, gehen wir einfach mal hier rüber. Ich hoffe, da hinten können wir jetzt schon mal was anfangen. Oh ja, diese Stelle ist geil. Ich liebe Kettenreaktionen. Das hier ist echt eine der geilsten Kettenreaktionen von allen. Ja, was ich damit meine, das werdet ihr bald sehen. Aber erstmal mache ich das kaputt. Und danach wenden wir uns an die schöne Kettenreaktion. Bums. So, was ist hier? Eine Tür, okay. Ich konnte das gerade nicht erkennen. Ich konnte das nicht gerade nicht von der Wand unterscheiden, ehrlich gesagt. So. Achtung, jetzt pass ich mal auf. Wenn ich jetzt. Ich glaube, das war zu weit links. Na, hat nicht ganz geklappt. Das ist alles kompliziert. Nicht eigentlich. So. Das war jetzt zu weit rechts. Oh ne, es hat gepasst. Hoho. Bums, bums, bums. Alles explodiert. Ich liebe es. Und so und nur so kann das runterkommen, ja? Ich will jetzt einmal überlegen, gucken wir erst da oder gucken wir erst hier? Wir gucken erstmal hier. Was ist denn hier so los? Na toll. Och nö. Stalfos-Ritter. Stalfos-Ritter. Jawohl. Amos-Statuen. Fragt mich ja nicht, wie ich auf Ritter gekommen bin. Ich weiß es nicht. Bums. Oh nein, bitte nicht. So. Ein Amos-Ritter. Stopp ihn und zerstöre ihn dann. Ja, du bist witzig. Komm, Bombe. Wow. Warte mal. Irgendwie hat das nicht geklappt. Wieso, weiß ich auch nicht. Moment, das kriegen wir hin. Dürfte doch nicht so schwer sein. Du machst Bumm. Jetzt, dann wächst eine neue Bombe nach. Und diese neue Bombe schmeiße ich nach ihm. Und das funktioniert, garantiert. Oder auch nicht. Irgendwie ist das doof. Wieso klappt denn das nicht? Warte mal. Ablegen, gegenschlagen. Au. Ich bin zu doof dafür, habe ich gerade das Gefühl. So. Bums. So. Oh. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Okay, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Passiert. Alles so ein bisschen. Hat er nichts hinterlassen? Nö. Die leben aber nicht, ne? Hoffentlich nicht. Das wäre noch schöner. Was denn jetzt? Jetzt macht der Ton. Bäh, 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 bäh. Ah, der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths. Außerdem können wir jetzt unsere Position erkennen, was man auf der Nur-Karte nicht konnte. Wieso auch immer. Egal. Passiert. So ein bisschen hier rumgucken. Ey, das ist echt stockefinster, aber... Ich weiß ganz genau, das ist der Stil von Ocarina of Time. Das ist dann immer ein bisschen doof gewesen, weil Ocarina of Time war im Allgemeinen ziemlich düster. Genauso wie Majora's Mask. Also die waren alle schon ziemlich düster, die Spiele. Wobei ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so gewollt war, dass die so dunkel waren. Ich weiß es wirklich nicht. War hier nicht sogar irgendwo eine goldene Skulptula? Auf jeden Fall höre ich hier die ganze Zeit irgendwie so... Ich bin doch jetzt nicht doof, oder? Ja gut, die Frage bitte nicht beantworten. Ich meine, hier war mal eine Skulptula. Oh, zumindest haben wir hier Herzen gekriegt, das ist schon mal gut. So. Ah, da ist eine. Eine Skulvandula, um genau zu sein. Und eine goldene Skulptula, aha.
habe ich dich. Da oben. Oh ja, inventiert. Oh, ich hasse das. So, du bist tot. Kann ich hier hochklettern? Ja, kann ich. Klar, da sind riesige Löcher, die größer sind als Link, aber wir können da drinnen greifen, weil... Ist so. Das ist alles nur Illusion. Ach ja, Illusion ist schon toll, ne? Ich verstehe es nicht. Och nö. Och nö, nö, nö. Nö, schon wieder Amos-Statuen. Ritter. Gedings. Wow. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich die tatsächlich treffe. Oh, 3 Rupine. So. Schön drüber, schön drüber. Oh, inventiert. So. Das war voll gut gezielt, ja. Das hatte nichts mit schnell anvisieren zu tun und so. So. Es lebt ja gar nicht. Hä? Nur noch. Ich mag die Statuen hier in dem Spiel wirklich nicht. In Ocarina of Time, ja, nee, sehr gut. In Twilight Princess und so, da ist das alles in Ordnung. Aber hier mag ich die echt nicht. Hier bin ich echt zu doof, die zu besiegen irgendwie. Oh Mann, was ist denn los? Mein Hals, er kratzt, tut so weh. So, was haben wir denn hier überall? Gras! Das ist so typische Link-Reaktion. Man sieht Gras und muss geschnitten werden. Link wäre der perfekte Rasenmäher. Wow! Ich habe mir neulich einen Rasenmäher gekauft, Modell Link. Okay, also von hier kommen wir nicht nach da. Wir müssen, für die, die nicht wissen, wo wir jetzt sind, wir sind hier in dem Hauptraum in der zweiten Etage. Wenn du hier runterfällst, dann bist du am Arsch, dann musst du nämlich nochmal laufen. Und nochmal laufen ist doof. Okay, an das hier kann ich mich gar nicht erinnern. Wieso? Au. Natürlich, spring direkt da drauf. In diesem schmalen Gang weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke L, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Praktisch, nicht wahr? Ja. Quadratisch praktisch gut. Wobei, quadratisch ist... Au. Sogar ein bisschen passt, weil, ist noch alles sehr pixelig und so, ne? Sekunde mal, da müssen wir hin. Ja, ja, ja. So, was haben wir hier? Da kommen wir gar nicht hin. Was ist das jetzt? Das ist doch Mobbing. Warte mal, hier ist eine Truhe. Da oben natürlich. Wir müssen auch hochklettern, damit wir hier die Bomben kriegen. Ah. Seht ihr mal, habe ich was gelernt. Ja. Irgendwie sowas. Klettern wir einfach mal hier hoch. Oh nein. Hey, bleib so. So, jetzt gucken. Ein bisschen getrickst. Gebe ich zu, aber was soll's. So, ein roter Rubin. Das sieht voll geil aus in dem Spiel noch. So, die Bombe nehmen wir und warten, bis sie kurz vorm Explodieren steht und jagen uns dann bitte nicht selber in die Luft. Warten, bis sie kurz vorm Explodieren steht. Ich schmeiße weg. Wow, ich bin begeistert von mir selber. Ja. Moment. Nein! Hat funktioniert. Ja. Hat Bumm gemacht. Sehr schön. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was... Da würden wir nicht so einfach hinkommen. Also gehen wir hier den Weg lang. Oh nein, was ist hier los? Kleiner Trick. Oh. Dieses Inventierte, ne? Ist... Boah. So, jetzt kommt das wieder mit dem Ziel, mit der Schleuder. Oh, das wird noch mit Pfeil und Bogen, wird das noch sehr witzig. So, jetzt hier rüber und dann dadurch weiter und, haben wir hier noch was? Nö. Ich hoffe mal nicht. Oh, nein. Dodongo-Babys. Hey, oh, da kommt ja noch einer. Ach, die sind ja irgendwie, sind sie ja schon ziemlich niedlich. Also auch nicht so, ich mag so Hexen und so. Ich mag die. Also die echten im Spiel hier sind sie natürlich alle nervtötend und böse und gefährlich und aggressiv und... Ne, aber so in Real Life finde ich eigentlich so Reptilien cool. Finde ich gut. Ah, teile ich bestimmt. Bin ich bestimmt nicht der Einzige, sage ich mal so. Es gibt ja viele, meine Mutter zum Beispiel, die kann Reptilien überhaupt nicht ab. Wenn die irgendwie eine Echse oder so sieht, das ist für die immer die Hölle. Verstehe ich gar nicht, wieso. So, komm. Deswegen, das ist total witzig.
Ich habe Panik vor, Spinnen. Das dürften die meisten ja, die regelmäßig meine Videos verfolgen, dürften das wissen, dass ich Panik vor Spinnen habe. Meine Mutter hat keine Angst vor Spinnen. Ich habe keine Angst vor Schlangen. Meine Mutter hat tierische Panik vor Schlangen. Ich finde das sehr amüsant. Schön wäre natürlich am besten vor gar nichts Panik, ne? Also, wie ich schon sagte, die Spinnen, die haben ja auch noch nie was getan. Wirklich noch nie. Ich mag sie trotzdem nicht. So, hier bitte nicht runterfallen, weil ansonsten sind wir wieder eine Etage tiefer und das ist nicht lustig. Und ich wollte eigentlich auch nur das Herz, aber was soll's. Die meisten werden es schon verstanden haben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so von Reptilien haltet. Wie ich jetzt eigentlich auf dieses Thema gekommen bin, ich habe selber keine Ahnung. Es kam einfach irgendwie. So, jetzt gehen wir hier durch und dann haben wir... Miep. Ja, oh, inventiert. Oh mein Gott. So, nee, komm. Bums. Voll ins Auge. Dass das nicht wehtut. So, jetzt hier rüber. Oh, inventiert. Bumpf. Schon wieder voll ins Auge. Das tut auch weh. So, jetzt können wir hier rüber. Lalalala. Ah, ja. Sehr schön. Jetzt sind wir hier. Also hier, ne? Ihr wisst wo, meine ich, hoffe ich. Ich weiß auch jetzt nicht, wo der andere Weg da lang führt. Das ist das Problem. Ich will da nämlich irgendwie schon lang, aber ich... Ihr versteht mich, Hunde. Ach ja, die Bombentasche. Diese Bombentasche ist aus Dodongo-Leder hergestellt. Das ist ja fies. Man muss auch sagen, das ist ziemlich witzig, weil Dodongos sind eigentlich ausgestorben. Eigentlich. Ganondorf hat die nur wieder zurückgebracht, damit die nämlich die Goronen von den Steinen weghalten und eigentlich voll fies ist, wenn man sich das mal so überlegt. Und ja, dann müsste ja theoretisch gesehen, da die ja ausgestorben sind, dürfte man ja jetzt keine Bombentaschen mehr herstellen können. Deswegen sind die wahrscheinlich auch so selten, ne? Höchstwahrscheinlich. Der riesige Schädel, leuchten seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Oh nein, wenn die Augen rot leuchten, dann ist er böse. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz nochmal hierhin zurück. Ich will nämlich wissen, was hier hinten ist. Ja, ich bin da sehr neugierig. Ja, eine Bombe wäre vielleicht nicht schlecht. So, eventuell. Setzen wir mal auf Dekostaub, brauchen wir zurzeit. Ja, speichern können wir auch mal. Wir haben die Bomben gekriegt, da muss man speichern. Das Video nimmt auf, gut. Ich hatte jetzt Angst, dass ich vergessen hatte, den Aufnahmeknopf zu drücken und jetzt gespeichert hätte und dann Aufnahme futsch. Hätte ich alles nochmal neu machen dürfen, ne? Das wäre doof gewesen. So, jetzt können wir hier durch. Sehr schön. Oh nein, Dekus. Bitte nicht. Au, voll gegen die Birne. Wie bin ich jetzt selber... Ich bin manchmal selber von mir schockiert, beziehungsweise eigentlich mehr so erstaunt, was für Sprüche ich einfach so lasse, ohne zu wissen, was ich überhaupt sage. Ist wirklich zum Großteil weiß ich gar nicht, was ich hier laber. Ich laber einfach vor mir hin und wenn... Okay, was gibst du? Vergib mir, darf ich dir Dekonüsse anbieten? 5 Stück kosten 20 Rubine. Ja, du hast schon genug davon. Ups, ich hab dir jetzt auch aus Versehen auf Ja gedrückt. Dabei wollte ich das gar nicht. So, ich muss mich kurz räuspern. Ich hasse es. So, was willst du verkaufen? Hab Gnade, ich kann dir Dekokerne anbieten. 30 Stück kosten 40 Rubine. Nö. Dann verschwinde ich wohl besser. Wie so ein Bohrer. So, weg. Und was machen sie, wenn sie mal abbrechen? Das ist dann ärgerlich, ne? So, jetzt klettern wir aber erstmal wieder hier hoch und dürfen nochmal den Weg laufen und alles toll. Moment, kamen hier nicht nochmal die Baby-Dodongos? Nicht, wenn wir schnell genug sind. Pass auf, ich zeig's euch. Okay, ich habe mich geirrt. Inventiert. So, das... Oh, Junge, Junge, Junge. Dass man immer diesen Umweg... Ich wollte gerade fragen, was war das denn? Kann er nicht mal mehr springen. Ja, ganz schnell, seht ihr, passiert nichts. Oh, ja, natürlich. Es sei denn, man rollt in den einen, der aus dem Boden auftaucht, natürlich direkt rein. Dann könnte es doch schon etwas mehr wehtun. Ja, so. Wow, ich bin eiskalt dran vorbeigesprungen. Sehr schön. Okay, hier nochmal rauf. Oh, jetzt müssen wir das auch nochmal machen. Junge, 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 Junge. Nein, hat Probleme hier. Übrigens, nach dem Dungeon werden wir in Kakariko die Hühner sammeln. Ma.
Ja, da kriegen wir nämlich eine Flasche. Und eine Flasche ist super. Eine Flasche ist wichtig. Eine Flasche ist toll. Und vor allem selten. Auf ganz Hyrule gibt es nur 4 Flaschen. Okay, plus die Flaschen, die die Händler immer im Laden haben. Die sie nicht verkaufen, wieso auch immer. Aber sie sind sehr selten und kostbar und, ne? Ein sehr wertvoller Schatz. So, die Augen sollen rot leuchten, damit die Augen halt rot leuchten. Damit sich ein neuer Weg auftut. Und das ist dann toll. Und dafür machen... Achso, das ist die Plattform, die ja mal hoch und runter fährt. Ich dachte gerade, hä, wo ist denn hier bitte schön ein goldenes Gold, oder? So. Hoppala, mir ist da was in den Auge gefallen. Oh nein, ich stehe gerade genau auf der... Wow, Glück gehabt. Frag mich übrigens nicht, wie das... Wow, hallo. Wie das geht, dass die Augen rot aufleuchten, nur weil eine Bombe... Ja, okay. Wenn mir ein Böller oder so im Auge explodieren würde, würde es wahrscheinlich auch rot bluten. Okay, gebe ich zu. Spiel, du hast mich. Das Spiel ist ja doch logisch. Ich glaub's ja nicht. So, jetzt will ich aber erstmal... Bombe! Ja, wenn man Bomben hat, ist das Leben schöner. Und wisst ihr, was man damit machen kann? Man kann sich selber in die Luft jagen und das ist toll. Ja, das mache ich auch immer. Habt ihr ein Problem damit? 5 Rubine. Nicht so wirklich. Nee. Ich bin gerade am überlegen. Runter müssen wir sowieso. Ja, da können wir eigentlich auf dem rechten Flügel. Ha, abgerollt. Oh nein, au. Moment, ich hab da einen Plan, ich hab da einen Plan, ich hab da einen Plan, ich hab da einen Plan. Au, oh. Das war ja jetzt fies. Okay, also, wir haben uns selber in die Luft gejagt, wir haben den Strahlzyklopen in die Luft gejagt und das ist toll. Ja, guck mal, Geschenk für dich. Oh nein. Na Gott sei Dank, das ist rechtzeitig explodiert. Gut, ich wollte mit euch nochmal den Weg hier lang gehen. Vorsicht, Mini-Dodongos, weil da war hier nämlich etwas, was man freisprengen konnte und das ist... Moment, wegrennen, weil die explodieren. Stimmt, da war was. Habt ihr recht. So, den weg, den hier runter. Das ist bestimmt nur eine... Entschuldigung, eine Truhe oder so. Ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt. Nö. Eine Tür. Eine goldene Skulptur. Dafür sind wir jetzt natürlich. Okay. Egal. Passt mal auf. Wir machen das. Man sieht immer so schön die Augen. Und ein paar weg. Das war die Spinne. Fledermaus weg. Fledermaus weg. Spinne getrefft. So. Und schon wieder ein goldenes Skulptur-Symbol. Jetzt sag mir nicht, komm da nicht ran. Das ist jetzt nicht dein. Nee. Ist das jetzt sein... Moment, ich hab da einen Plan. Ha! Ein Glück, ich dachte schon. Alter. Die einzige Möglichkeit, mit Link zu springen. Die Sprungattacke. Junge, Junge, Junge. Ich hatte jetzt wirklich Panik, dass ich das jetzt nicht kriege, weil ich zu klein bin. Weil ich den Enterhaken... Es gibt hier den Greifhaken und den Enterhaken, ja? Also das ist sehr kompliziert. Und, dass ich den nicht hatte und deswegen, erstmal verzweifelt vor dem Teil stehen bleiben darf. Wieso seid ihr eigentlich schon wieder da? Das ist doch Mobbing. Ja, sehr schön. Voll an der Kante vorbei. Gut, dann würde ich eigentlich sagen, kann ich ja hier erstmal den Part beenden, ne? Weil im nächsten Part stellen wir uns dann nämlich dem Bossgegner dieses Dungeons. Wieso dreht sich das eigentlich immer? Das ist voll fies. Und das ist dann voll toll und so. Wollte ich nur mal so sagen. Guck mal, da draußen ist hell. Ja, und ich würde eigentlich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, wir haben die Bomben gekriegt. Mit Bomben kann man das ja machen. Also, wenn man ein bisschen wartet. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie witzig. Bomben, das ist mein Spezialgebiet. Ach ja. Nee, wie gesagt, wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir mal einen Kommentar. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Renji. Bye.